Tag im Monat Nisan. Der Rambam sagte uns, dreimal im Jahr musste jeder Mensch kommen zum Tempel und ein Opfer bringen. Immer an Feiertagen. Pesach, Shavuot und Sukkot. Die Korban, die Opfer, musste gebracht werden in einem bestimmten Ort und auch in einer bestimmten Zeit. Jeder Korban musste gebracht werden innerhalb. Jeder Korban muss gebracht werden innerhalb einer bestimmten Zeitrahmen. Muss gegessen werden innerhalb einer bestimmten Zeitrahmen. 2 Tage, 1 Nacht, 1 Tag und 1 Nacht und so weiter. Auch die Korbanot von dem Tempel muss gebracht werden in die Feiertage, auch in einem bestimmten Zeitrahmen. Das heißt, die Korban hat alle 3 Sphären beeinflusst. Es gibt 3 Sphären in der Welt. Ort, Zeit, Mensch. Immer eine Kombination von allen 3. Es gibt die Ort, die Zeit und die Mensch. Welcher Mensch, welcher Ort, welche Zeit. Und jeder Opfer muss allen 3 Sphären beeinflussen. Welchen Ort, welchen Zeit, welchen Mensch. Von hier sehen wir, das Judentum ist nicht limitiert zu einem bestimmten Bereich. Judentum ist nicht limitiert nur in die Synagoge. Judentum soll überall sein. Soll sein genauso im Büro, als auch in der privaten Sphäre, in die Sphäre, wo ein Mensch intim ist. Judentum ist nicht limitiert in einer bestimmten Zeit. Judentum muss beeinflussen die Zeiten, die Orte und die Menschen. Judentum ist nicht eine Religion für den Himmel, sondern eine Religion für die Erde. Integriert in unser Leben, das ist Judentum. Und das lernen wir von dem heutigen Rambam. Die Namen der Baal HaTanya, der hat geschrieben, der Tanya, der alte Rebbe, war Boruchowitsch. Sein Sohn, der mittlere Rebbe, war Schneuri. Und ab dann alle Rebbes hatten den Namen Schneerson. Ab diesem Tag.